Mehr Güterzugaufkommen bringt Mitte der 2000er Jahre dem Energiecontainer eine kleine Renaissance. Bereits abgestellte Loks erhalten nochmals eine Hauptuntersuchung. So sind sie von den Hauptmagistralen kaum wegzudenken. Die Rheinstrecken werden wieder zum Laufsteg. Auch im Ruhrgebiet sind sie vertreten, hier auf dem Ruhrtalviadukt nahe Bochum. Die 155er ziehen alle Arten von Güterzügen. In Groß Corbeta hängt ein Schüttgutzug am Haken. 155-150 wartet auf Ausfahrt.
Besonders oft aber sind es Mineralölzüge, die am Haken hängen. Durchfahrt in Falkenberg an der Elster. Aber auch gemischte Züge sind regelmäßig gekuppelt.